Herzlich willkommen, Traveler. Heute nehme ich euch mit zur größten Reisemesse Italiens, der Travel Expo BIT Milano. Dieses Jahr war das meine dritte Reisemesse und ich fand es hier am besten. Aber schaut doch selbst rein. Wir sind gerade angekommen, sind gerade in NH Milano Fiera, in der Nähe von der Messe. Wir sind an der Rezeption gerade. Unsere Sachen werden bearbeitet. Dann werden wir einchecken. Wir gehen dann weiter. Hier ist der Haupteingang. So der Eingangsbereich. Der Empfang sieht ganz stylisch aus. Und jetzt gehe ich zur Travel Expo hier. Das heißt BIT. Genau, ich nehme euch jetzt mit. Ich zeige euch mal auch das Hotel, das NH Milano. Zwei große Häuser. Ich bin übrigens hier falsch. Ich dachte, die Expo ist hier im Messegelände. Allerdings gibt es anscheinend noch einen zweiten Ort, wo auch Messen gemacht werden, wo kleinere Messen gemacht werden. Anscheinend ist diese Travel Expo etwas kleiner. Und aus dem Grund muss ich jetzt leider dorthin fahren. Ich müsste normalerweise, wenn die Messe hier wäre, eigentlich nur zu Fuß 2-3 Minuten laufen. Dann wäre ich schon im Messegelände. Aber leider ist das jetzt so und ich muss jetzt losfahren. Und natürlich nehme ich euch auch mit. Bevor ich jetzt in die Messe reingehe, eine kleine Bitte: Wenn ihr diese Folgen, wenn ihr diese Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und bleibt einfach dran. Auch auf Instagram poste ich täglich Videos. Da könnt ihr auch auf Attila Barbarossa mir folgen. Wir gehen mal rein, wir gucken mal, wie das da aussieht. Und genau, let's go. So, ich bin jetzt am Eingang. Milano BIT heißt es, Your Travel Exhibition. Und so sieht's aus. Mal gucken, wie groß das ist. Ich hoffe, es ist etwas größer als in Prag. Geh mal rein, guck mal, wie das ist. So, der Eingang, jetzt muss ich mein Ticket zeigen und dann machen wir mal weiter. Hier wird kontrolliert, hier ist der Eingang, kann man Tickets kaufen. Man kann hier Tickets kaufen und dann ist man hier kontrolliert und dann geht man rein. Ich glaube, da müssen wir noch ganz vorne unsere Tickets zeigen. So, ich gehe jetzt runter. Hier werden noch die Tickets kontrolliert, zu guter Letzt. Also es gibt nur eine Kontrolle und dann die Tickets einfach. Okay Leute, das sieht schon viel mächtiger aus als in Prag oder in Ankara. Also war es eine gute Entscheidung hierher zu kommen, aber ich gucke erstmal noch mal rein, bevor ich jetzt meine Entscheidung falle. Aber es sieht schon deutlich größer aus, deutlich viel mehr los. Wird auf jeden Fall Spaß machen, denke ich mal. Grazie. So, das habe ich jetzt gerade bekommen von den... Ich schätze mal, Italien wird natürlich das meiste hier haben mit ihren Regionen. Da ist Sizilien. Da ist West-Sizilien. Ich glaube, ich bin in Sizilien gelandet. Gegenüber ist die Region Veneto. Und es sind aber auch andere Länder hier, so wie bei jeder internationalen Tourismusmesse. Ich check mal alles einfach ab. Oh, sehr freundlich auf jeden Fall hier, direkt mal positiv muss ich sagen. Die Italiener sind sehr herzlich. In Prag war das jetzt nicht so wie jetzt gerade, aber ich kann jetzt auch nicht direkt beurteilen beim ersten Meeting. Ich muss mal gucken, ob das jetzt weiterhin so freundlich bleibt, aber schon mal als erster Eindruck super. Pompeii ist da und auf jeden Fall gehen wir jetzt nach, checken wir nochmal Sardinien ab. Wobei ich auch gerade ein Meeting mit in Sardinien hatte, muss ich sagen, und da war es auch super freundlich. Und ich schätze, Italien wird auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen uns anbieten, habe ich das Gefühl.
gehe jetzt nach oben, weil oben die anderen Länder dabei sind. Also unten ist nur Italien mit den ganzen Regionen und oben sind die ganzen anderen Länder. Schauen wir mal auch oben nach, wie das so ist. Also unten waren bis jetzt alle sehr freundlich, ging auch super schnell. Ich war auch wirklich nur in Pompeji und Sardinien ganz kurz. Und mal gucken, wie es oben ist und dann gehe ich später nochmal runter. So, direkt Brasilien an erster Stelle, wenn man hochkommt. Okay, das sieht auch richtig nice aus. Argentinien, Griechenland. Also auf jeden Fall vieles, vieles. Viel, viel mehr als in Prag oder auch in Ankara natürlich. Natürlich, ich schätze, dass diese Messe ein bisschen älter ist als die anderen, die ich gerade erwähnt habe und besucht hatte dieses Jahr. Marokko und Tunesien haben in Prag auch, also deren Stand war ähnlich. Die haben mal das gleiche Stil dieses Jahr gewählt. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den letzten Jahren aussah. Wir haben so ein Tor. Und Tunesien auch wahrscheinlich. Ne, Tunesien sieht ein bisschen anders aus. Wir haben hier auch arabische Länder. Marokko. Auch viel mehr Leute hier. Hier Tunesien. Und Jordanien ist hier, glaube ich. Jordanien ist dieses Jahr Partnerland von dieser Messe und das ist dort drüben, ja, deren Hauptstand. Ich mache mal auch schnell dort ein kleines Video. Okay, hier, wie ihr seht, Jordanien, achso, es ist schon Jordanien. Und hier auch. Partnerländer haben natürlich immer mehr Space. Das ist Mauretanien, auch sehr, sehr interessant gemacht, muss ich sagen. Da muss ich unbedingt eine kleine Aufnahme machen. Das sieht super aus. Hier. Die Mauretanier haben sich Mühe gegeben. Da sehen wir auch noch ein Kamel. Und hier der Stand von den Mauretaniern. Oh, Andalusien. Direkt mal auch Andalusien besuchen gleich. MSC, wow, sehr gut. Wollt ihr mehr Videos von Reisemessen sehen? Dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ich hoffe, die größte Reiseexpo weltweit, die ITB Berlin, findet diesmal in 2023 statt. Dieses Jahr wurde das leider abgesagt wegen Corona, obwohl die ganze Welt schon offen hatte. Das war schon richtig blöd, muss ich sagen. Bleibt dran und abonniert den Kanal. Die nächste Folge kommt auch schon in wenigen Tagen. Euer Attila Barbarossa.